Im Schweigen gehüllt, im Selbstmitleid zerflossen und doch immer wieder aufgerappelt. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das steht auf der Homepage von Karin Gusmack. Grüß Gott bei einer neuen Sendung von Sprechakte. Wir sind heute zu Besuch bei Karin Gusmack in Rosenau am Sonntagberg. Karin Gusmack ist in Leoben geboren, wohnhaft jetzt in Rosenau-Sonntagberg, leidet seit Jahren an Fibromyalgie. Danke, Ernst, dass ich bei deiner Sprechakte mitsprechen darf. Und danke für euren lieben Besuch. Karin Gusmack, ja, ist 1964 in der Steiermark in Leoben geboren. Ganz normale zur Schule gegangen, Volksschule, Hauptschule, Friseurlehre gemacht, geheiratet, zwei Kinder bekommen. Und eben dann Mitte der 90er Jahre sind wir dann nach Niederösterreich gezogen. Wie war das jetzt? Fibromyalgie. Je öfter sie sagt, desto besser bringe ich es rüber. Wie merkt man das oder wann wurde das bei dir diagnostiziert, beziehungsweise wann hast du es gemerkt? Wann habe ich es gemerkt? Mit 14 hat das angefangen. Knieschmerzen, aufstehen in der Früh war fast oft unmöglich. Die Mama hat mich dann zu Hause gelassen, ich habe kaum gehen können. Gut, Arzt, Wachstumsstörungen. Ja, hat jeden irgendwo eingeleuchtet, sie wächst mit 14. Mit 18 dann bei meiner Friseurlehre, Schultern. Naja, das kommt vom Haarschneiden, vom Kopfwaschen, Hände hoch vom Haarschneiden. Das tut halt am Anfang ein bisschen weh, die Muskeln müssen sich an die Arbeit gewöhnen. So hat das eigentlich angefangen. Im Prinzip müsste ich jetzt mit 50 noch immer wachsen. Die Diagnose war relativ spät. Ich war Mitte 40, hat mich dann mein Hausarzt einmal durch ewige Schmerzen, immer irgendwo und immer irgendwo anders, hat er mich dann zu einem Rheumatologen geschickt. Und da war ich 45 und der hat dann Fibromyalgie festgestellt. Vorher noch nie das Wort gehört, ich habe es auch selber vorher nie aussprechen können. Und eigentlich durch Recherchen im Internet dann erst einmal nachgelesen, was das für eine Krankheit jetzt ist. 14 Jahre warst du, wie du das erste Mal was gemerkt hast. 45 Jahre, wie der Arzt gesagt hat, das ist es, was immer das auch ist, aber ja, das ist es. Ja. Wie geht man da um? Wie beeinflusst das das Leben oder wie gehen die anderen damit um? Es war eben immer der Körper schmerzerfüllt. Ich habe immer weh gehabt, ich war nie Leistungssportler, ich war nie Jogger, habe aber trotzdem, ja, mein Leben gelebt mit Einschränkungen. Es ist keine Bergtour gegangen. Der Mann hat mich so kennengelernt, als nicht unbedingt die Übersportliche und mit der, was man 5 Stunden am Tag steigen kann. Man lebt damit, dass man weh hat. Man lebt damit. Wird man da nicht leicht eingestuft als, ja. Ja, du bist fad. Und ja, mit der Gier kann man nichts anfangen. Richtig. Und wenn wir dann was haben, hast du immer weh. Genau. Schon, ja. Aber richtige Freunde, die sagen, formen die Därme, habt ihr Zeit, weil zum Klettern nehmen wir die Karin nicht mit, weil da passt sie nicht hin. Das sind die richtigen Freunde. Ja. Und der Partner, der dich ja so kennengelernt hat? Teilweise natürlich bin ich nicht die, was mitgegangen ist zum Joggen. Dann aber wiederum, dass man schon sagt, geh komm und schau und ein bisschen und mach mal. Waren dann oft schon natürlich Sachen, wo der Eckart gern gehabt hätte, mehr, mach mal was. Im Endeffekt muss er mich dann immer mit dem Auto irgendwo abholen. Aber er liebt mich so, wie ich bin. Und jetzt hat man auf der einen Seite der Arzt das festgestellt. Hast du selbst auch irgendwas gemacht, wo du sagst, wenn ich das mache, das hilft mir? Irgendwelche Therapien oder? Ganz am Anfang gar nicht. Ganz am Anfang gar nicht. Also wenn man in das immer wieder weh hat und zum Arzt geht und eigentlich meint man, irgendwas müssen sie jetzt einmal finden, irgendwie fängt man dann auch zum Schweigen. Und man tut auch nichts, weil man ja gar nicht weiß, für was. Also bis zu der Diagnose, bis ich gewusst habe, das heißt Fibromyalgie, habe ich gar nicht gewusst, was ich tun sollte. Erst danach. Und du hast irgendwas gesagt, wie wir ein bisschen plaudert haben, von einem
Stollen, was du... Genau, durch unsere ganze Internetrecherchen sind wir dann auf den Gasteiner Heilstollen gekommen, weil Medikamente hat man immer wieder gelesen, man kann sie einnehmen, aber so wirklich helfen sie nicht. Alternativmedizin und Therapien ja, und da bin ich dann auf den Gasteiner Heilstollen gekommen. Und das ist das einzige warme Berg mit Radon. Das ist wirklich angenehm, weil mir ist immer kalt und ich leide unter dieser Kälte. Und das Warme vom Berg war dann so wie Auftauen, habe ich mich da gefühlt. Wie oder wann ist der Gedanke gekommen, jetzt schreibe ich das alles nieder für wem auch immer und ich schreibe jetzt ein Buch? Der Gedanke war im Ingerstein, da gibt es eben Bücher von einer anderen Krankheit, hat er her einmal geschrieben. Und weil Fibromyalgie so 90% im Frauen haben, ist dort bei meinen vielen Quatschen dann die Idee gekommen von einer Dame, schreib einmal deine Krankengeschichte nieder, schreib einmal nieder, wie es da geht. Es schreiben immer nur Ärzte über Fibromyalgie, aber nie Betroffene. Und ich habe mir gedacht, ich bin Friseurmutter, nein, ich kann nicht schreiben, es geht gar nicht. Dann bin ich heimgekommen, habe das meinem Mann eben erzählt und der hat dann gesagt, weißt du, setz dich ganz einfach einmal hin und fang an. Wird's was, ist gut, wird's nichts, dann lassen wir's. Und dann war eben, dass ich das erste Buch geschrieben habe, das Fibromyalgie, mit den Worten, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner, weil es nämlich wirklich so ist. Unsere Krankheit ist so komplex, die eine mag es warm, die andere mag es kalt, die eine hat lieber gern dort das Salm, die andere hat lieber gern da ein Pulverl. Und man kann eigentlich nur probieren. Und das ist auch wirklich von der Wissenschaft noch immer nicht genau herausgefunden, warum gibt es diese Fibromyalgie, diesen Fasermuskelschmerz. Wo entsteht das Ganze? Das ist noch nicht wirklich erforscht. Drum hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Und gibt es mehr Betroffene? Weil, wie gesagt, man kann jetzt ein Buch schreiben, wird einige geben, die sagen, ja, das könnte ich auch haben. Aber tun sich diese Betroffenen zusammen? Man hört dann Selbsthilfegruppen oder sonst irgendwas? Es gibt Selbsthilfegruppen, kleine Gruppen in ganz Österreich, aber wir haben jetzt eben eine Facebook-Sache gestartet, Fibromyalgie Österreich, wo wir jetzt über 80 Mitglieder schon haben, betroffene Frauen, die einen haben schon die Diagnose und die anderen vermuten es und wollen in der Gruppe mehrere Informationen eben haben. Eben auch Ärzte, wer diagnostiziert es, was habt ihr alle, hab ich das auch, also so zum Austausch eben einmal. Aber es existiert dabei nur auf Facebook. Das heißt also, die Informationen blenden wir wie immer unten am Bildschirm ein, wo man sich informieren kann. Ja, das ist jetzt das, hilft dir selbst und sonst hilft dir keiner. Und es ist ja nicht bei deinem einen Buch geblieben. Bist auf den Geschmack gekommen, hast gesagt, das ist ja, es hat toll. Mir gefallen, das schreibe ich. Ja. Und jetzt hast du einen Art Fahrplan geschrieben. Der Fahrplan ist entstanden. Durchs erste Buch habe ich wahnsinnig viele E-Mails und Post kriegt von betroffenen Frauen und auch aber auftut mit den Ehepartnern. Und Gott sei Dank, ich weiß jetzt endlich, wie es meiner Frau wirklich geht, wenn man das dann so liest von den anderen. Die Frage ist dann aufgekommen, wie gestaltest du dein Leben und wie gestaltest du deinen Alltag? Wie regelst du das mit dem Arbeiten, mit der Hausarbeit und auch mit dem Ruhen und Rasten wieder? Wir sind sehr erschöpft dann immer. Und das habe ich dann eben auch aufgeschrieben, wie die Karin genau ihren Tagesablauf eben einteilt. Und dadurch ist dann der Fahrplan entstanden, mit der Fibromyalgie im Handgepäck, weil sie ist immer mit. Kann man da schon sagen, wenn ich die Diagnose jetzt habe, Fibromyalgie, dass ich nach dem Fahrplan schon ein bisschen leben kann? Ist das bei dieser Krankheit so, dass ich sage, wenn das ich habe, dann hat das... Ist das so ähnlich auch beim anderen? Ja, fast zu 100%. Und zwar, wir schüren unseren Perfektionismus bis zum geht nicht mehr. Und man muss lernen, dass man das enge Zeitkorsett, das was man so generell hat und auch zu Hause sich schnürt, mit Haushalt und Hobby und Laufen und weiß ich nicht noch welchen Sport, das man oft betreibt, dass man das Zeitkorsett, den Perfektionismus, ein bisschen fallen lässt und ein bisschen ausbricht aus dem Ganzen und sagt, ja, und ich darf auch eine Stunde am Tag schlafen. Und das übermittle ich in meinem Buch.
dass man es zulässt, dass man sie hinlegt und zudeckt und sagt, ich gebe meinem Körper jetzt ein bisschen Entspannung, weil bei mir ist es so, der Kopf und der Körper, die kommunizieren ja miteinander. Gell? Der Kopf sagt immer, nein, das machen wir noch und das tun wir. Und der Körper sagt, nein, geh bitte, es tut mir eh alles weh. Und die streiten. Und in meinem Buch erkläre ich das so ganz genau. Und vor allem fangen die Frauen und auch die Männer zum Nachdenken an, das stimmt eigentlich schon. Der Kopf sagt immer, damma, damma, und der Körper, der ist schon komplett am Boden. Und mit dem Fahrplan kann man dann wirklich vom Gehirn her sagen, okay, ich schalte das Ganze ein bisschen ab. Ich höre auf meinen Körper. Wenn jetzt Zuseher noch mehr Informationen haben wollen, wo bekomme ich die Bücher? Gern bitte bei mir im Internet. Diese Adresse blenden wir natürlich wieder ein. E-Mail gibt es auch von dir? Es gibt eine E-Mail, ich habe eine eigene Homepage. Das heißt also, keine Scheu haben, auch ein E-Mail schreiben. Keine Scheu, E-Mail schreiben. Das ist ja keine Krankheit, wo ich sage, okay, und manche wollen dann nicht so aus sich herausgehen. Also auch ein persönliches E-Mail. Kein Problem. Auflegen tut es auch im Gasteiner Heilstollen, da wird es auch verkauft. Und eben ich persönlich verschicke sie wirklich an Betroffene. Ja, welche Wünsche hat Karin Gusmark für die Zukunft? Wünsche? Ich habe ganz ein großes Projekt eigentlich. Ich bin aktives Mitglied jetzt bei Chronisch Krank. Und mit dem Verein Deckel Chronisch Krank möchte ich wirklich, dass Fibromyalgie lauter wird, dass das wirklich auch bei Ärzten mehr anerkannt wird, dass wir unsere Schmerzen uns nicht einbilden. Unsere Schmerzen sind nicht messbar, das habe ich da noch gar nicht erzählt. Kopfschmerzen, Körperschmerzen, sie lassen sie fast nicht messen. Und dadurch wird unsere Krankheit nicht wirklich gekannt und schon gar nicht anerkannt, gell? Obwohl das in der WHO drinnen steht. Und der ganz der große Wunsch wäre von mir, dass man wirklich bei Ärzten Anerkennung kriegen und dass man mit chronisch krank doch ein bisschen herauskommt in die Öffentlichkeit und Pension bei uns über 50-Jährigen, das ist auch ein großes Thema. Also da möchte ich schauen, dass ich irgendwas bewirken kann. Ja, das wollen wir jetzt so stehen lassen. Leider sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Wir könnten noch stundenlang über diese sonderbare oder außergewöhnliche Krankheit, wenn man halt genau, es ist buchfüllend und Zeit. Fibromyalgie reden. Informationen gibt es an den unten eingeblendeten Internetadressen. Bei dir, Karin, möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass wir dich besuchen durften. Von Ihnen zu Hause möchte ich mich bedanken fürs Zusehen, wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit und hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder zusehen bei unserer Sendung Sprechakte. Dankeschön.